Mit der Startnummer 25, Randolf Nussmann für Deutschland, der sich an die Spitze jetzt gesetzt hat. Und jetzt wird es ein wenig eng, aber freies Wasser für die vorderen Fahrer. Und da ist immer noch Randolf Nussmann aus Deutschland und mit der Startnummer 15, Thor Nielsen aus Dänemark. Aus Dänemark hat die Führung übernommen, dahinter Randolf Nussmann, Deutschland.